Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Book Haul. Tatsächlich habe ich mich mit Neuzugängen im Monat August ein bisschen zurückgehalten und mir nur drei gekauft. Das liegt aber auch nur daran, dass ich nächsten Monat am 5. Geburtstag habe und da einige buchige Wünsche geäußert habe und die mir jetzt nicht kaufen wollte. Ich denke, der Book Haul im September wird dann wieder länger werden. Aber jetzt widmen wir uns doch erstmal um den vom Monat August. Das erste Buch, das direkt am Anfang des Monats einziehen durfte, war der 8. Fall für Kommissario Fabio Fameo, nämlich Neid kennt kein Gebot von Ralf Neubauer. Es könnte sein, dass es ein bisschen spiegelt, es ist nämlich in Folie eingeschweißt noch. Ich habe es extra nicht ausgepackt. Das Buch erscheint immer im Mathesia Verlag, also schon seit dem 1. Und jetzt ist es das 10-jährige Jubiläum für Kommissario Fabio Fameo, deswegen sieht es wahrscheinlich auch anders aus, denn die anderen waren alle in Schwarz gehalten. Es kostet in Deutschland, Italien und Österreich 14,90 € und Adesia hat immer so einen Einheitspreis. Der Leser wird hier wieder in die Gemeinde Diesens versetzt, wie auch schon beim ersten oder zweiten Fall, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Und ansonsten sind noch Nebenschauplätze, so das Ultental und Bozen. Es ist also wieder ein bisschen weiter weg von mir, was ich immer schade finde an Neubauers Krimis, aber okay, ich kenne mich da auch ein kleines bisschen aus. Also der klingt wirklich richtig blutrünstig, noch viel blutrünstiger, als es man sich es von den anderen her denken könnte. Kommissario Fabio Fameo ist wieder mal mittendrin in einem Fall und muss mit seinem Kollegen Salter Pepe ermitteln. Und zwar finden hier in diesem Buch Wanderer Leichenteile. Erstmal abgetrennte Arme, dann abgetrennte Beine und schließlich wird auch noch der Kopf gefunden und nach stückelt sich die Leiche dann so zusammen, was natürlich für die Wanderer ziemlich ein Schock ist, wenn sie nur wandern und das auf einmal sehen. Natürlich fragt sich Kommissario Fabio Fameo und sein Team, wer denn sowas macht, denn die Leichenteile werden alle in sehr abgelegenen Orten gefunden und es deutet alles darauf hin, dass es ziemlich üble Foltermethoden waren, wie die Leute sterben mussten. Und ich glaube, es wird wieder ein richtig toller Krimi, aber ich muss erstmal den 7. Band lesen, denn Wut kommt selten allein, liegt auch noch auf meinem Sub. Dann kam ich an einem Buch nicht vorbei, und zwar der Escape Game, Wer wird überleben? Von Megan Goldin. Ein Thriller, der im Piper Verlag erschienen ist und aufgerundet 10 Euro kostet. Ich bin einfach an diesem Cover und dem Titel nicht vorbeigekommen. Ich finde nämlich diese Escape Game Sachen immer ziemlich gruselig und würde da glaube ich nie reingehen. Und deswegen fand ich es umso erstaunlicher, dass man darüber einen Thriller schreibt. Lest dir den Klappentext von diesem Taschenbuch mal vor. An der Wall Street sind die Banker Vincent, Jules, Sylvie und Sam die ultimativen Top-Player. Als sie eines Abends zusammen im Aufzug stecken bleiben, ahnen sie zunächst nichts Böses. Doch als der Notrufknopf nicht funktioniert, das Licht ausgeht und die Temperatur immer weiter steigt, erkennen sie, dass jemand ein grausames Spiel mit ihnen spielt. Doch wer? In der beklemmenden Enge des Aufzugs kommen ihre dunkelsten Geheimnisse ans Licht und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Situation eskaliert. Boah. Wenn ich diesen Klappentext lese, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich glaube, das wird echt ein sehr großes Highlight werden, wenn ich es dann endlich lese. Ich wollte immer schon von Sebastian Fitzek alle Bücher haben, die er schrieb. Deswegen habe ich mir auch Fische, die auf Bäume klettern, gekauft. Das ist ja eher so ein bisschen ein Ratgeber fürs Leben als ein Thriller. Glück, Liebe, Erfolg, ein Kompass für das Abenteuer namens Leben. Jetzt ist es endlich im Drömer Knauf Verlag in Taschenbuch erschienen und ich wollte es nicht im Hardcover kaufen. Das Taschenbuch hat 12 Euro gekostet und ich finde, das Cover ist irgendwie sehr interessant gestaltet. Ich bin wirklich richtig gespannt, was Fitzek denn hier alles so schreibt. Ich mag ja Fitzek, schreibt die super gerne von diesen Krimis und Thriller halt besser gesagt. Und deswegen dachte ich mir, ja komm, nimm's mit. Hier stellt Fitzek sich die Frage, worauf kommt es im Leben an? Wie findet man sein Glück? Welche Lebensziele sind die richtigen? Was lernt man aus Niederlagen? Und wie geht man mit seinen Mitmenschen anständig um? Und das sind dann so ein bisschen persönliche Ereignisse, auch die er so erzählt und Erlebnisse. Und hinten in dem Buch sind noch sehr viele Seiten, die man selbst ausfüllen kann. Also das ist so einfach ein Kompass, der dir dein Leben zeigen soll. Also da stellt er Fragen, wie zum Beispiel, was macht mein Leben zu einem guten Leben und so weiter und so fort. Und ich bin sehr gespannt. Ich finde ja auch, dass diese ganzen Seiten so interessant gestaltet sind. Also die Kapitel, die sind immer so abgeteilt. Bin gespannt. Ich denke, das kann man auch parallel gut lesen. Das war das heutige Video. Ich hoffe sehr, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne eine positive Bewertung. Du kannst mir auch einen Kommentar da lassen, darüber freue ich mich immer. Hier drüben kannst du mich kostenlos mit einem Klick abonnieren und hier verlinke ich dir nochmal zwei andere Videos. Nächste Woche geht es dann mit meinem Lesemonat weiter, der anders verlaufen ist, als ich es gedacht hatte.
So viel sei schon gesagt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao!